So beginnt Elmar Pfister seinen Arbeitstag. Er weckt seine historischen Lieblingsstücke im Laden und kümmert sich dann um die seiner Kunden in der Werkstatt. Warte, ich sehe nichts auf dem Bildschirm. Am Vortag hat der Radio- und Fernsehtechniker einen neuen Riemen in das rund 50 Jahre alte Tonbandgerät eingebaut. Heute will er die Funktionen überprüfen, falls er dazu kommt. Das ist sehr unterschiedlich, es ist jeden Tag anders. Aber ich finde, wenn je mehr zu tun ist, desto erfolgreicher war der Tag für mich auch. Und desto zufriedener bin ich. Egal ob Rarität oder Massenprodukt, sein Anspruch ist immer der gleiche. Ich hinterlasse das Gerät dem Kunden gerne in einem Tip-Top-Zustand. Und wenn dann die Augen glänzen beim Abholen, dann ist es für mich die größte Freude. Das Tonbandgerät geht zum Probelauf. Elmar Pfister hat hier in der Werkstatt schon gelernt. Vor mehr als 20 Jahren drohte das Serviceunternehmen unter dem Druck der großen Elektronikmärkte dicht zu machen. Deshalb hat er es mitsamt dem Namen Radio Wels übernommen und damit gerettet. Inzwischen ist Rudi Giesecke gekommen, eine echte Koryphäe, wenn es um alte Röhrengeräte geht. Er hat nur eine Röhre gewechselt. Jetzt sollte das magische Auge wieder leuchten. Für mich ist es ein bisschen eine Nebenbeschäftigung zum Rentendasein, dass ich nicht immer jeden Tag nur Zeitung lese oder Fernsehen gucke. Da ist also der Ladeantrieb fehlerhaft. Da müssen wir den Ladeantrieb wahrscheinlich machen. Okay. Also aufmachen, im Sinne der Fehlerangabe prüfen. Mhm. Und dann komme ich wieder zum Platz, ja? Okay, dann fange ich mal damit an. Ja. Seit 4 Monaten arbeitet auch Elmar Pfisters Tochter Natalie mit. Sie ist eigentlich pharmazeutisch-technische Assistentin, will hier nur bis zur nächsten Anstellung die Zeit überbrücken. Seit ich existiere, kenne ich den Laden sozusagen. Also war schon als kleines Kind hier mit dabei. Ja, haben Papa zugeschaut. Durfte auch mal selber für die Schule, wenn wir da irgendwelche Hausaufgaben, sage ich jetzt mal, gehabt haben, so in Physik oder so, dann hat mir das mein Papa hier gezeigt und dann habe ich es auch verstanden. Genau, ja. Was hat sich verändert seitdem? Verändert hat sich hier in dem Laden selbst wenig. Das sind doch für Tonkassetten. So ungefähr, ne? So ungefähr. Ja, also die sind jetzt wieder neu rausgekommen. Ich habe auch welche da. Ja, ich zeige Ihnen das mal. Neu und alt, das existiert nebeneinander im Sortiment vom Radio Wels. Der Würzburger Laden besetzt eine echte Nische. Überall, auch auf Flohmärkten, hat Herr Schmidt schon nach einem Kassettenrekorder gesucht. Schauen Sie, das hat also hier den Kassettenrekorder hier drin und auch gleichzeitig noch ein Radio dabei. Ich habe noch alte Musikkassetten selber aufgenommen und noch welche mit Sängern und so weiter, ne? Und können Sie die noch hören jetzt? Na, ja, jetzt ja. Das Hauptgeschäft bei Elmar Pfister machen aber die Reparaturarbeiten aus. In Zeiten von Einweg und schnellem Konsum setzt er auf Nachhaltigkeit. Repariert lieber, was zu reparieren ist. Und seine Kunden schätzen das. Den Sicherungsstreifen dann bitte entfernen, wenn Sie zu Hause sind. Und dann können Sie das ganz normal in Betrieb nehmen. Ja? Ich bin also Videofilmer und mache da Tonaufnahmen und neu gibt's das nicht mehr. Und ich hoffe, dass es noch die Zeit lang hält. Heute sind es wirklich außergewöhnliche Kunden bisher gewesen. Auch beispielsweise der Kauf, der eben da war. Das kommt sehr, sehr selten vor, dass heute jemand einen Kassettenrekorder kaufen möchte. Und das war der erste, den ich verkauft habe in den letzten Wochen und Monaten. Die Spezialität von Elmar Pfister sind Videorekorder.
Es gab eine Zeit, da hat er fast nichts anderes gemacht. Heute ist sein Wissen wieder sehr wertvoll. Man muss ja bedenken, dass in den 70er Jahren jedes Familienfest, jede Hochzeit, jede Kommunion auf Video gebannt ist. Und diese Filme, die werden heute gern wieder gesehen. Gerade bei Leuten, die jetzt in die Rente kommen zum Beispiel, denen fällt dann ein, ach, wir könnten mal wieder einen Film anschauen von früher, unsere Hochzeit. Und dann fällt eben auf, dass der Videorekorder nicht mehr funktioniert. Und dann wird es interessant, eben wieder für den Kunden das zu reaktivieren. Dann ist deine Stunde. Dann ist meine Stunde gekommen, ja. Das magische Auge macht doch Probleme. Die Abstimmanzeige verändert sich nur minimal. Ein Schönheitsfehler. Trotzdem ziehen die beiden Spezialisten den Schaltplan zu Hilfe. Jedes Gerät hat einen eigenen. Ich glaube fast, das liegt am Arbeitspunkt von der Röhre. Ohne ihn wären die Profis aufgeschmissen. Auf rund 100.000 können sie in der Werkstatt zurückgreifen. Den Radio Wels gibt es seit 1947. Heute ist er fast wieder ein Geheimtipp und besetzt eine Nische. Rudi Rösch ist einer von vier Mitarbeitern. Er kommt an einem Vormittag pro Woche und kümmert sich um Mikrowellen. Vor 40 Jahren hat er hier angefangen. So, einmalig im ganzen Umkreis finden Sie nichts anderes. In der Art, wie die Werkstatt noch geführt wird und vor allen Dingen die Größe der Werkstatt. Und wenn man sich überlegt, früher war jeder Platz belegt. Was da durchgelaufen ist an Reparaturen. Und das zu erhalten, das kostet schon ganz schön Überwindung und Geist dazu, das machen zu können und zu wollen. Die Entscheidung für sein Fach hat Elmar Pfister schon mit 8 Jahren getroffen. Oh, das ist eine harte Blockade. Das hier scheint das zu blockieren. Genau. Laufwerk muss raus, komplett raus und dann schauen wir uns die Mechanik an. Okay. Ja? Ja. Das ist hier, hier, hier und hier. Ja. Und dann kann man das Laufwerk rausnehmen. Okay, alles klar. Ob Nathalie vielleicht doch noch von der Pharmazie auf die Elektrotechnik umschwenkt? Das sehe ich nicht wichtig an, weil wichtig ist ja, dass die Tochter mit dem, was sie für sich möchte, zufrieden ist. So wie ich. Also ich hatte auch das Recht, so zufrieden zu sein mit dem, was sie möchte, wie ich mit dem zufrieden bin, was ich mache. Und insofern finde ich es ganz gut, dass sie eben ihre Entscheidung trifft und sagt, sie macht das, was sie gerne macht, und dann bin ich glücklich damit. Die Werkstatt hat etwas von einem Museum. Elmar Pfister hebt die Apparate auf, die zu schade sind zum Wegwerfen. Oft war den Ex-Besitzern die Reparatur zu teuer. Dann hat er die Geräte übernommen. Genauso war es auch bei dem sogenannten Schneewittchensarg der Firma Braun. Ich muss es probieren, ich kann. Der läuft schon 3 Jahre nicht mehr. Wenn die Geräte nicht regelmäßig laufen, steigt natürlich das Risiko für Schäden. Drehen tut sich schon was. In den 50ern war die kleine weiße Kombi aus Radio und Plattenspieler eine Designrevolution. Geht noch? Dass sie läuft, ist ein kleines Erfolgserlebnis. Jetzt muss das Tonbandgerät vom Morgen wieder auf den Arbeitstisch. Die Aufnahmefunktion macht Probleme. Also man sieht, der Eingangspegel ist einwandfrei vorhanden. Und das sollte natürlich jetzt aufs Band kommen. So. Dann hören wir uns das mal an, sofern man es überhaupt hört. Also es wird ganz, ganz schlecht überhaupt was kommen, wenn überhaupt. Überhaupt nichts mehr da. Ganz im Hintergrund ist es ein bisschen hörbar. Was heißt das für dich? Ja, da ist der Kopf kaputt. Das wäre ein vernichtendes Urteil für das Gerät. Aber wer glaubt, Elmar Pfister würde da schon aufgeben, hat vergessen, dass sein Beruf eine Berufung ist. Denn wenn sein Laden schließt, geht seine Arbeit in der Werkstatt weiter. Oh, sorry.